Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann sagen wir Ihnen einen guten Morgen und begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem ersten Pressegespräch der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Jahre 2020, zu dem wir Ihnen auch noch persönlich alles Gute wünschen wollen. Das Jahr 2020 ist für die DFG aus schon jetzt zwei Gründen ein besonderes Jahr. Der eine Grund sitzt hier vorne und stellt Ihnen nun den anderen Grund vor. Die neue DFG-Präsidentin, Professorin Katja Becker, seit Jahresbeginn im Amt, läutet heute mit uns und mit Ihnen die Kampagne DFG 2020 für das Wissen entscheiden ein. Ebenfalls hier vorne Frau Julia Biel vom Berliner Theater- und Performance-Kollektiv Company Kopfstand, kurz COCO, die ich und hoffentlich ohne zu viel zu verraten ebenso herzlich begrüßen möchte wie ihre Partnerin Charlotte Baumgart von der Company Kopfstand, wie Nicola Wessinghage und Markus Flatten von der Hamburger Kommunikationsagentur Mann beißt Hund. Sie alle haben zusammen mit der DFG diese Kampagne entwickelt und realisieren sie jetzt, auch das etwas Besonderes für die DFG. Herzlich willkommen schließlich den federführenden Kolleginnen aus der DFG, Vera Pfister, Jutta Rateike und Annette Schmidtmann aus der Geschäftsstellenleitung. Und zu guter Letzt von mir nur noch ein kurzer Hinweis auf unsere Pressemappe, die Sie vor sich liegen haben, zusammen mit dem ein oder anderen Giveaway und Takeaway zu dieser Kampagne und der Hinweis auf unsere Website DFG 2020, die wir mit Beginn dieser Pressekonferenz freigeschaltet haben und in der Sie, auf der Sie das ganze Jahr über fortlaufend aktualisierte Informationen zu diesem Event finden. Ja, und jetzt auch ganz richtig, Frau Becker. Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Finetti, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen zu unserem heutigen Pressegespräch. Ich darf Ihnen auch aus meiner Sicht noch ein gesundes, ein friedliches und glückliches neues Jahr 2020 wünschen. Für uns ist das wirklich, wie Herr Finetti bereits angedeutet hat, ein ganz besonderes Jahr. Und ich freue mich wirklich sehr, gleich heute, wirklich nur wenige Tage in meinem neuen Amt mit Ihnen zusammen zu sein und auch in Zukunft immer wieder mit Ihnen, den Medien und der Öffentlichkeit zusammenzukommen. Der Austausch mit Ihnen ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, das darf ich sagen. Ich glaube, es ist nicht nur für mich wichtig und nicht nur für die DFG und vielleicht auch ein bisschen für Sie in Ihrem Beruf, sondern für unsere Gesellschaft insgesamt. Den einen oder die andere von Ihnen dürfte ich schon im Juli auf der Jahrespressekonferenz der DFG hier in Berlin, also direkt im Anschluss am Tag sozusagen nach meiner Wahl in Rostock, kennenlernen. Und die beiden ersten Sätze, mit denen ich mich Ihnen damals vorgestellt habe, möchte ich auch heute wieder ein wenig an den Anfang stellen und damit anknüpfen an das, was wir damals besprochen hatten. Zum einen, Sie wissen, ich komme direkt aus der Forschung zu Ihnen. Als Medizinerin, Biochemikerin, Malaria-Forscherin, die bis zum Jahreswechsel noch wissenschaftliche Projekte geleitet hat, auch wenn ich natürlich nicht zuletzt als Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das waren ja fast 6 Jahre, in denen ich im Präsidium war, konnte ich natürlich erste Eindrücke, Erfahrungen in das Wissenschaftssystem schon gewinnen. Zweitens, es ist für mich eine ganz außerordentliche Freude und Ehre, mich nun als Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die DFG und für die Wissenschaft in Deutschland. Und das heißt für mich immer mit meinem Hintergrund ganz besonders auch eben für unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einsetzen zu dürfen. Die Freude ist umso größer, als dieses Jahr 2020 für die DFG und natürlich auch ihre neue Präsidentin ein besonderes Jahr ist. Wir haben etwas Besonderes vor und darüber möchten wir heute mit Ihnen sprechen. Ein besonderes Vorhaben, das ich auch in mancher Hinsicht ja wirklich mit dem verbinden möchte, was mir persönlich in diesem Amt und für die kommenden Jahre wichtig ist. Darauf möchte ich auch heute Abend auf unserem Neujahrsempfang der DFG dann nochmals zu sprechen kommen. Vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen ja Gelegenheit, dabei zu sein.
Was ich Ihnen hier jetzt vorstellen möchte, ist eine bundesweite Kampagne, mit der die DFG über das gesamte Jahr 2020 hinweg die Prinzipien einer freien und unabhängigen Wissenschaft sowie deren Wert für eine offene und informierte Gesellschaft prominent öffentlich sichtbar machen will. Diese Kampagne hat das, wie ich wirklich finde, es kommt nicht von mir, sehr treffende Motto DFG 2020, für das Wissen entscheiden, für das Wissen entscheiden. Und mit ihr wollen wir zeigen, wie wichtig Wissen und Wissenschaft sind und warum es gerade jetzt notwendig ist, sich immer wieder, im Prinzip jeden Tag von Neuem dafür zu entscheiden und auch aktiv dafür einzustehen. Zeitlich knüpfen wir mit der Kampagne, der eine oder andere von Ihnen wird das Datum kennen, an die Gründung der Vorgängerorganisation der DFG im Jahr 1920 an, der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft. Wir feiern 2020 und mit unserer Kampagne also nicht 100 Jahre DFG, sondern wir feiern das 100-jährige Jubiläum einer Wissenschaft, die selber über ihre Belange und die Förderung ihrer besten Ideen entscheidet. Dieses Prinzip wurde damals buchstäblich in höchster Not begründet und ist eine bis heute andauernde Erfolgsgeschichte. Und doch ist die Freiheit der Wissenschaft nicht mehr und überall selbstverständlich. Morgen. Und das, obgleich sie durch die globalen Herausforderungen, denken Sie an Klimawandel, Artensterben, Ressourcenknappheit und Bevölkerungswachstum, immer wichtiger wird. Deshalb wollen wir unser Bekenntnis für eine unabhängige Wissenschaft in die Gesellschaft tragen und die Menschen in unserem Land dazu einladen, sich ebenfalls dafür zu engagieren. Was und wie wollen wir das nun tun? Wir wollen, und Sie bekommen heute hoffentlich einen ersten Eindruck davon, mit zahlreichen Aktivitäten und durchaus auch mal ungewöhnlichen Formaten ganz bewusst unterschiedliche Zielgruppen erreichen. Das zeigt vor allem das zentrale Element unserer Kampagne, eine Expedition mit dem Motto Hashtag für das Wissen und der Expeditionsbus, der hier heute Vormittag am Gendarmenmarkt steht. Mit diesem Bus gehen wir ab dem Frühjahr auf Tour. Mitglieder des Theater- und Performance-Kollektivs Kompanie Kopfstand werden im Auftrag der DFG auf eine Reise durch Deutschland gehen, um an etwa einem Dutzend Orten mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und über die Bedeutung von Wissenschaft, die Erwartungen an diese und das Vertrauen in sie ins Gespräch zu kommen. Unterstützt werden die Künstlerinnen und Künstler dabei von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern lokaler Hochschulen oder Institute. Und was ganz genau dort geschieht, das kann Ihnen nun Frau Biel von der Kompanie Kopfstand noch viel besser erklären als ich. Bitte. Ja, danke schön. Vielleicht als kleinen Einblick, wir verraten nicht zu viel. Für uns als COCO, für unser Performance-Kollektiv, ist die Expedition ein Versuchsaufbau, um mit künstlerischen Mitteln in einen Dialog mit und über Wissenschaft einzuladen. Wir verlassen hierfür das Theater und gehen in den öffentlichen Raum, um vielleicht anders als sonst einmal den Fragen und den Gedanken von der Bevölkerung eine Bühne zu geben. Wir sind ein vierköpfiges Team aus Schauspielerinnen, ein Szenograf und ein Musiker. Und wir setzen uns also in diesen Expeditionsbus, den man da draußen schon gesehen hat, und fahren los, wie Frau Becker das schon gesagt hat, durch Deutschland, um eigentlich vor allem zu sammeln und zu erheben, was die Menschen oder wie die Menschen heute zur Wissenschaft stehen, wie Wissenschaft in ihrem Leben eine Rolle spielt oder wie Wissenschaft für ihre persönlichen Entscheidungen eine Rolle spielt. Das heißt, eigentlich tasten wir ein bisschen Deutschland ab, welche Relevanz Wissenschaft eigentlich für die Einzelnen hat. Und das beginnt eigentlich alles damit, dass wir den Menschen auf der Straße, die wir treffen, das ist ja kein Theaterpublikum, was extra dafür kommt, die Frage oder einfach mal die Bitte stellen, uns eine Frage zu schenken, auf die sie sich eine Antwort wünschen.
Das ist aller Anfang. Und dadurch, dass wir aber vom Theater kommen, sind für uns Geschichten wichtig. Das heißt, wir machen uns auch auf die Suche nach den Erzählungen der Menschen, die wir treffen, die hinter diesen Fragen stehen. Ja, ich habe hier eine kleine Skizze mitgebracht. Das ist keine PowerPoint, aber die kann jetzt hier mal ein bisschen lasse ich mal hier wandern. Denn da, wo wir Halt machen, das ist zum Beispiel Usedom, Hamburg, Bad Münstereifel, da bleibt es nicht nur bei dem Bus, sondern wir bauen eine mobile Forschungsstation auf. Das heißt, wir schaffen einen Raum im Raum. Und der besteht aus vielen unterschiedlich großen, begehbaren Kapseln, aufblasbare Kapseln, weil wir haben nur 4 Stunden Zeit, uns eigentlich vor Ort zu installieren. Und in diesen Kapseln, in diesem ganzen Aufbau, das vielleicht so an Radome erinnert oder an einen futuristischen Raum, begeben wir uns sozusagen in diesen Raum, begeben wir uns mit Besucherinnen und Besuchern. Wie auch Frau Becker schon erzählt hat, uns werden dann pro Station immer 3 bis 5 lokale Wissenschaftlerinnen ergänzen, uns als Expeditionsteam, das heißt 4 plus 3, 4 oder 5. Das Ziel eigentlich dieser künstlerischen Intervention ist es, zusammen mit WissenschaftlerInnen und BürgerInnen 100 Fragen für morgen zu sammeln oder herzustellen oder zu entwickeln, die wir dann am Ende unserer Tour in einem performativen Akt der DFG überreichen möchten. Und da gibt es dann natürlich auch die Frage, was passiert dann damit? Es gibt schon erste Ideen. Zum Beispiel als eine mögliche Idee könnten Nachwuchswissenschaftler eine symbolische Patenschaft für diese Fragen übernehmen an diesem Anlass, aber da gibt es bestimmt auch noch weitere Möglichkeiten. Es werden auf jeden Fall alle diese Fragen werden ausgestellt. Hier sieht man schon mal eine Frage schweben, die wir im Laufe unserer Proben schon gesammelt haben. Da fragt ein Kim, 5 Jahre, warum schneit es in Berlin im Winter nicht mehr? Man kann sich das jetzt so vorstellen, also in dieser Hauptkapsel, in dieser aufblasbaren, begehbaren Hauptkapsel, ich gebe hier auch nochmal ein weiteres Bild rum, das ist noch nicht der wirkliche Aufbau, aber damit man sich es ein bisschen vorstellen kann, entsteht sozusagen über diese 4-stündige Intervention eine Fragensammlung, die dann an der Decke schwebt, mit der wir aber, also die sozusagen performatives Ausgangsmaterial für uns ist. Wir wollen das nicht nur ästhetisch ausstellen, sondern diese Fragen werden zu Dialoganlässen mit den WissenschaftlerInnen vor Ort. Sie werden zu Spielanlässen für performative Szenen, sie werden zu Musik und sie werden eingebaut in eine wachsende Installation. Die hat im Moment noch so einen Arbeitstitel, Landschaft kollektiven Wissens, in der eigentlich alle mitbasteln, bauen und an den Fragen weiterdenken können. Ja, wir haben diesen öffentlichen Raum gewählt, wir hätten ja auch im Theater bleiben können, wir haben aber den öffentlichen Raum gewählt, weil wir möchten grundsätzlich den Dialog erstmal für alle eröffnen. Das ist natürlich schwer möglich, weil man wird nie alle erreichen. Und vor allem ist es eine große Herausforderung für uns auch als Theaterkollektiv mit Laufpublikum, auch wirklich intensiv in diese Thematik einzusteigen. Aber wir hoffen, dass diese Intervention, diese Expedition ein Zwischenstopp für viele wird. Vielleicht noch ganz kurz, habe ich noch ein paar Minuten? Ja. Was uns als Performance-Kollektiv daran reizt, ist eigentlich, dass es dieser ganze Aufbau ist eigentlich ein Überraschungsei. Es ist es bleibt bis zum Ende dieses Projektes eigentlich im Prozess, prozesshaft, weil wir wissen nie, auf wen und auf was wir treffen. Eigentlich birgt jede Station wird sich von der anderen unterscheiden dadurch, dass verschiedene Menschen teilnehmen, mit verschiedenen Themen kommen, dass wir nicht wissen, welche Dialoge auch wie mit den Wissenschaftlern
funktionieren, was funktioniert, zu welchen Ideen kommt es und schlussendlich eben auch für uns als Künstlerin, wie können wir diese Ideen dann in Musik, in performative Aktionen und in Bilder live vor Ort übersetzen. Aber wir freuen uns auf dieses Wagnis und auf diese Überraschung und wir freuen uns auch, dass da ein Raum entstehen kann, in dem Kunst eine fragende, forschende Haltung auch als eine kollektive Angelegenheit für alle Mitglieder der Gesellschaft erfahrbar macht. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Biel, und alles, alles Gute für Ihre Expedition. Ja, jetzt Sie werden auch von hier. Uns hören. Wir werden von Ihnen hören. Das hoffen wir. Wir werden Sie begleiten und verfolgen, ne, Herr Finetti. Also, das ist eine wunderbare Sache. Herzlichen Dank auch für die weiteren Erläuterungen. Ja, bitte, falls Sie es nicht bereits getan haben, nehmen Sie sich doch einen Kaffee oder auch etwas zu essen oder etwas zu trinken. Wir haben ja noch ein wenig Zeit für Besprechungen und Diskussionen. Also, wie Frau Biel eben bereits angedeutet hat, ist für die DFG bei dieser Aktion ganz besonders wichtig, dass wir möglichst viele Menschen erreichen. Wissenschaft und vor allem wissenschaftsbasierte Entscheidungen sind aus unserer Sicht für alle Menschen wichtig und deshalb müssen damit auch alle Menschen angesprochen werden. Diejenigen, die sich bereits für Wissenschaft interessieren, aber insbesondere gerade auch diejenigen, die bislang nur wenig mit Wissenschaft in Berührung gekommen sind, die sich aktuell vielleicht in unserer Gesellschaft weniger gesehen fühlen oder sogar vernachlässigt fühlen. Die Expedition und der Bus sollen deshalb sowohl in größeren Universitätsstädten Station machen, als auch in kleineren Städten oder Orten eben mit geringerer wissenschaftlicher Infrastruktur und Prägung. Stationen wird es auch an Mitgliedseinrichtungen natürlich der DFG geben, die genauso wie andere Hochschulen und Forschungsinstitute auch eigene Veranstaltungen dann im Lauf des Jahres mit der Kampagne dann verknüpfen werden. Die Kampagne soll eben auch von der Wissenschaft selbst getragen und in sie hineingetragen werden. Wir erhoffen uns hier also eine Art Schneeballeffekt, der eben auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, gerade auch Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erreichen kann. Die Expedition, es klang schon an, startet im April in Hamburg. Als weitere Orte unter anderem Münstereifel, die Zeche Zollverein in Hessen, St. Peter-Ording, einige andere Orte hatten sie eben auch genannt. Zum Abschluss der Expedition wollen wir dann Anfang November in Bonn die Feier zum 30-jährigen Jubiläum unserer Graduiertenkollegs mit einer bunten öffentlichen Veranstaltung verbinden, was das Ganze dann, denke ich, nochmal besonders gut auf den Punkt bringt, weil die Nachwuchsförderung, wie Sie wissen, eines unserer wichtigsten Ziele ist. Und überall, wo wir dann sind, wollen wir eben die Begeisterung für die Potenziale der Wissenschaft vermitteln. Aber, und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, wenn wir in den Dialog mit der Gesellschaft treten, wir möchten auch die Arbeitsweisen, die Methoden der Wissenschaft besser erklären und auch ihre Grenzen aufzeigen, vielleicht auch mal Risiken aufzeigen. Das heißt auch auf das eingehen, was wir selbst immer wachsam im Auge haben müssen. Wir legen darüber hinaus einen starken Akzent auf digitale Formate, das werden Sie sehen, ganz besonders mit der Online-Aktion Hashtag für das Wissen. Hier können alle Interessierten in Text, Bild und Video-Statements schildern, warum sie sich für das Wissen entschieden haben. Die Gründe können ja ganz vielfältig sein, so vielfältig wie die Menschen selbst. Aber sie erfordern in jedem Fall eine Haltung. Also man muss erstmal eine Haltung entwickeln, bevor man sie dann auch äußern kann. Und dazu möchten wir gerne anregen. Wir haben eine eigene DFG 2020 Website mit fortlaufend aktualisierten Informationen über das ganze Jahr hinweg. Wir twittern, wir starten einen eigenen Instagram-Kanal, um vor allem auch junge Leute bildstark zu erreichen. Also auch digital tut sich etwas in 2020. Zwei Punkte möchte ich zum Schluss und bevor wir auf Ihre Fragen eingehen, dann noch besonders betonen. Zum einen die wirklich im Kontext dieses Jahres und dieser Aktion ganz besondere Verbundenheit und auch Zusammenarbeit
mit dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Wie Sie vielleicht wissen, wurde auch die Vorgängerorganisation des Stifterverbandes 1920 gegründet, und zwar ausdrücklich als Stifterverband für die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft. Und seitdem hat sich der Stifterverband auf sehr verdienstvolle Weise für die Unterstützung der DFG und der gesamten Wissenschaft durch die Wirtschaft und private Stiftungen eingesetzt. Er fungiert hier also wirklich als Sammelbecken und als Mediator. Als Ausdruck dessen wollen wir eine ganze Reihe von Feierlichkeiten in diesem Jahr gemeinsam mit dem Stifterverband veranstalten. Anfang Juli wollen wir, die DFG und der Stifterverband, unsere Jahresversammlungen parallel hier in Berlin abhalten. Höhepunkt soll am 1. Juli eine gemeinsame Festveranstaltung im Berliner Tempodrom sein, zu der wir auch Herrn Bundespräsidenten Steinmeier erwarten. Und schließlich, und damit komme ich jetzt an den Anfang zurück, möchte ich die Ziele unserer Kampagne DFG 2020 für das Wissen entscheiden noch einmal mit meinem persönlichen Anliegen in meinem neuen Amt verknüpfen. Wir alle, das wissen Sie, stehen vor globalen Herausforderungen, die unsere Lebensgrundlagen bedrohen. Wissenschaft kann die Probleme der Welt nicht alleine lösen, aber ein Großteil dieser Probleme kann nur mit Hilfe der Wissenschaft gelöst werden. Das sage ich ja nicht zuletzt auch mit Blick auf meine Erfahrungen als Tropenmedizinerin. Wir versuchen ja seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten, neue Wirkstoffe, Medikamente, Diagnostika, Vakzinen gegen tropische Infektionskrankheiten zu entwickeln, und dort begegnen einem viele der Herausforderungen, die sich in den letzten Jahren massiv aggraviert haben, natürlich auf deutlichste Art und Weise. Dabei kommt es auf eine Wissenschaft an, die unabhängig ist, deren Erkenntnisse und Wert aus wissenschaftlicher Neugier entstehen und nicht von vornherein schon festgelegt sind. Nur die Freiheit des Denkens und die Diversität auf allen Ebenen, und ich nutze diesen Begriff nun ganz bewusst, die Diversität von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Diversität der Förderformate und Themen, die Diversität der nationalen und internationalen Kooperation, nur diese Diversität ermöglichen letztendlich wirklich neue Kombinationen, neue Ideen und echte Innovationen. Hierfür müssen wir und möchte ich ganz persönlich ein noch stärkeres Bewusstsein in allen Teilen unserer Gesellschaft schaffen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute bei uns zu sein. Ich hoffe, unsere Kampagne DFG 2020 für das Wissen entscheiden hat Ihr Interesse gefunden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die eine oder andere Veranstaltung oder sonstige Aktivität, es wird viele davon geben, in diesem Jahr begleiten würden. Und jetzt freue ich mich sehr auf Ihre Fragen und den weiteren Austausch mit Ihnen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Becker, vielen Dank, Frau Biel, für diese ersten Einblicke in das, was wir in diesem Jahr vorhaben, und Frau Becker auch ein wenig darüber hinaus. Wir könnten uns vorstellen, dass diese Einblicke den einen oder die andere von Ihnen neugierig gemacht haben und zu Fragen animieren. Bitte, da wir hier zum ersten Mal in dieser Runde zusammensitzen, wenn Sie so freundlich sind, einmal kurz Ihren Namen und eventuell auch das Medium zu sagen. Ich habe Herrn Biada schon gesehen, und ja, wenn Sie beginnen würden, dann machen wir das so, gerne. Amore Borchardt vom Tagesspiegel. Ja. Frau Becker, zwei Fragen. Zum einen, wenn es um die Wissenschaftsfreiheit geht und das, was zur Lösung der großen Weltprobleme beigetragen werden kann, da geht es ja so ein bisschen auseinander, dass jetzt erstmal die Fragen aus der Gesellschaft gesammelt werden. Die sind ja schon oft gestellt worden, diese Fragen. Also das kommt mir jetzt ein bisschen holzschnittsartig vor, was da zu erwarten sein wird. Also warum scheint es im Winter nicht mehr in Berlin als Beispiel? Will denn die DFG auch sich einbringen mit Analyse, Diagnose und Therapie zu bestimmten Phänomenen und das bei der Politik stärker einklagen, dass nicht nur Politikberatung gemacht wird, sondern auch neue Formen des Dialoges oder der Umsetzung der Politikberatung in der Richtung, oder gibt Ihnen da irgendwie ein neues Instrument vor, um
jetzt die Lösung der Probleme voranzubringen, oder muss das einfach durch das ganze alltägliche Arbeiten der Wissenschaft weitergehen? Und dann eine andere Frage in die DFG hineingestellt, wenn Sie sagen, ja, Diversität, gemischte Teams, aber auch neuer Ansatz in der Forschung, dass man nicht nur von, also dass man weg will von der Impact-Faktoren-Geleitetheit hin zu mehr erkenntnisgeleiteter Wissenschaft, was ja auch so ein Glaubwürdigkeitsthema ist nach außen hin. Sollen sich solche Dinge auch in DFG-Förderrichtlinien widerspiegeln aus Ihrer Sicht? Also wollen Sie da auch Ihren eigenen Laden revolutionieren, außer guten Worten, die man dazu immer sagen kann? Ja, vielen Dank für diesen Strauß an Fragen. Freiheit, wissenschaftliche Freiheit und das Sammeln von Fragen, das Frau Biel ja vorhin erklärt hat, das stattfinden soll auf der Expedition. Ich denke, dieses Sammeln von Fragen dient vor allem der Kommunikation mit den Menschen, die uns dort an den Plätzen, auf den Straßen, zu denen wir uns hinbewegen werden, die uns dort begegnen. Das heißt, es geht erstmal darum, in den Dialog mit diesen Menschen zu kommen, natürlich auch deren Fragen aufzunehmen und dann zu überlegen, ob es dazu vielleicht wissenschaftliche oder auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt oder ob man etwas davon performativ umsetzen kann. Der zweite Punkt, ja, Analyse, Dialog. Ich denke, wir können ja, wir wollen auch gar keine Revolution planen. Wir werden uns aber bemühen, sehr dezidiert und systematisch Brücken zu bauen in verschiedene Richtungen, die dann dienen sollen als neue Wege des Dialoges. Das heißt, Brücken zu bauen, weitere Brücken zu bauen in die Politik, in die Mitgliedseinrichtungen, in beispielsweise die Allianz und weitere Allianzorganisationen. Da sind wir ja schon auf sehr, sehr gutem Weg. Und über diese Intensivierung des Dialogs und des ständigen Einspeisens unserer Ideen bin ich sehr hoffnungsfroh, dass wir vielleicht in der Lage sind, gemeinsam darüber nachzudenken, welche Fragen sind eigentlich die nächsten, die gestellt werden müssen und welche Wege, welche Schritte kann man gemeinsam gehen, um zur Lösung bestimmter Probleme beizutragen. Ihr dritter Punkt. Ja, da rennen Sie, darf ich sagen, nun wirklich offene Türen ein bei der DFG. Die DFG steht für erkenntnisgeleitete, neugiergetriebene Forschung. Das ist, glaube ich, nichts, was wir bei uns etablieren müssen. Dennoch ist es wichtig, immer wieder zu sagen, wie wichtig dieses aus meiner Sicht sehr, sehr hohe Gut, das die DFG vertritt, ist. Sowohl national als auch gerade im internationalen Raum führen wir ja massiv diese Impact-Debatte. Gerade wenn wir mit anderen Ländern in Kontakt sind, sehen wir, dass viele andere Länder massiv impactgetriebene Forschung nach vorne bringt. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dieses sehr hohe Gut der erkenntnisgeleiteten Forschung weiterhin ja, zu verteidigen, sich dafür zu engagieren und darauf hinzuweisen, weshalb es so wichtig ist, es zu vertreten. Aber das tun wir bereits. Ja. Da gibt es Ihr sofortiger Nachbau. Frau Becker, ich fand bemerkenswert, wie Sie den Begriff Diversität genannt haben, wie Sie ihn ausgeführt haben. Ist das etwas, gehe ich zu weit, wenn ich interpretiere, dass das für Sie wirklich ein ganz zentrales Thema sein wird, in jeglicher Ausprägung, die Sie erwähnt haben? Vielleicht können Sie noch etwas mehr dazu sagen, auch zur Diversität unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Also nicht nur, ich habe es ganz umfassend verstanden, also nicht nur Förderformate, sondern eben auch im Sinne der Diversität der Wissenschaft insgesamt. Ja, vielen Dank für diese Frage. Es ist in der Tat ein für mich sehr zentrales Thema. Ich bin ja als Medizinerin und Bio- oder Naturwissenschaftlerin auch so ein bisschen auf diesem Gebiet unterwegs. Und egal, wo Sie sind, also egal, ob Sie jetzt verschiedene Stämme von Malaria-Parasiten betrachten oder Monokulturen beispielsweise in der Agrarwissenschaft, dann wissen Sie, dass aus Monokulturen praktisch nichts Neues entstehen kann.
Und wir brauchen, glaube ich, diese Diversität, und ich nenne es Diversität, weil es geht ja immer auch irgendwie um Biodiversität. Wir brauchen diese Diversität, denke ich, auch in gesellschaftlicher Hinsicht, sowohl in unserem Land ist es, glaube ich, gut, sich einzusetzen für den Gedanken der Diversität und diesen auch zu übertragen von den Biowissenschaften auf die Gesellschaft und dann eben auch auf die DFG, weil wenn Sie Neukombinationen wollen, ja, so wie das auch in der Biologie auftritt, wenn Sie etwas Neues entstehen lassen wollen, dann brauchen Sie eine Diversität für diese Rekombination. Und wenn wir neue Ideen wollen, wenn wir nicht nur Programmforschung machen wollen, die vorgegeben ist und am Ende soll irgendwas rauskommen oder auch nicht, sondern wenn man wirklich neue Ideen, neue Konzepte möchte, dann braucht man diese Diversität. Und wir brauchen den Input auch von ganz unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von Jungen, von Älteren, von Neulingen, von Erfahrenen, von Frauen und von Männern selbstverständlich oder auch von anderen geschlechtlichen Orientierungen. Wir brauchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland, aber eben auch aus anderen Ländern, um schauen zu können, was bewegt die Menschen in anderen Ländern. Wir müssen schauen, welche Probleme gibt es in anderen Ländern, damit wir dann aufeinander zugehen können und gemeinsam an Lösungsmöglichkeiten arbeiten. Wie würden Sie den Status quo einschätzen? Wie divers ist die deutsche Wissenschaft und wie stark hat sich der Gedanke, den Sie gerade ausdrücken, schon in der, nennen Sie mal, Population deutsche Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen schon durchgesetzt? Ich glaube, die deutsche Wissenschaft ist ziemlich divers. Wir sind auf gutem Wege. Es gibt aber andere Länder, wenn Sie beispielsweise die Vereinigten Staaten sich anschauen, da ist meiner Auffassung nach die Diversität noch deutlich größer und man ist noch offener für diese Diversität. Gleichwohl bin ich der Meinung, dass die meisten unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr, sehr offen sind für solch eine Diversität. Im Zuge unserer Kampagne jetzt ist es uns auch besonders wichtig, dieses Postulat der Diversität in die Gesellschaft zu tragen. Weil ich glaube, wir müssen diese Menschen, die sich aktuell, das wird auch, ja, heute Abend wird es auch noch mal anklingen, aber ich nehme das schon mal vorweg. Ich glaube, dass wir uns aktuell viel um die andere Hälfte der Welt kümmern. Und das müssen wir auch. Und ich weiß, wovon ich spreche, als Malaria-Forscherin mache ich das seit 30 Jahren. Aber wir vergessen dabei teilweise die andere Hälfte unserer eigenen Gesellschaft. Und diese Menschen müssen wir mitnehmen. Diese Menschen, die sich teilweise, die nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, deren Kinder sich radikalisieren, die sich einfach nicht mehr gesehen fühlen, diese Menschen, glaube ich, müssen wir mitnehmen. Und da sehe ich auch die Wissenschaft in einer gewissen Pflicht, in einer Verantwortung, um dafür zu sorgen, dass das gelingt. Weil wir brauchen keine Fake News, wir brauchen wissenschaftsbasierte Entscheidungen, um Probleme lösen zu können. Manfred Ronsheimer. Manfred Ronsheimer, ich bin für die Taz hier. Ich will noch mal auf diese Aktion eingehen und Sie nach Ihrem Verhältnis zur Wissenschaftskommunikation fragen. Das BMBF, die Ministerin, hat da ja jetzt auch ein Grundsatzpapier vorgestellt. Das, was Sie jetzt hier präsentieren, ist das, von wem ist denn das ausgegangen? Ist das Ihre Morgengabe für die DFG oder ist das die letzte große Tat des Peter Schwoschneider? Und was lässt sich die DFG diesen Spaß kosten? Und wie weit ist das eben integriert in dieses große Gesamtkonzept, das BMBF vorhat? Und Zusatzfrage noch zu diesem Komplex. Ein Punkt, den Karliczek ja im Kopf hat und vorantreiben will, ist, dass eben auch in die Forschungsprojekte, in die Forschungsanträge und Fördervorhaben so ein Kommunikationsmodul integriert sein soll. Was ist da Ihre Meinung zu? Ist das eher störend oder ist das gut? Wie finden Sie diese Idee? Ja, vielen Dank für diese Fragen. Also die DFG lässt sich das Ganze so etwa 1 Million Euro kosten. Bis Herbst? Jetzt für dieses Jahr, für die Aktionen.
Dazu kommen aber dann noch Mittel, die sind hier nicht mitgezählt, für die Jahresversammlung und die ganzen anderen DFG-Veranstaltungen, die dann im Jahr 2020 stattfinden werden. Und natürlich die Veranstaltungen, die dann an vielen anderen Orten auch stattfinden oder vom Stifterverband ausgehen. Das ist also so etwa der Rahmen. Ja, also zum Thema Morgengabe, da darf ich nun sagen, es ist für mich eine große Freude, dass ich damit starten darf. Aber wir haben diese Gedanken über die letzten Jahre hinweg im Präsidium immer wieder diskutiert und gemeinsam entwickelt. Von daher sehe ich hier einen ganz lückenlosen Übergang zwischen Herrn Strohschneider und mir. Er hat dieses Thema genauso engagiert begleitet, wie ich das tun werde. Da sind wir uns völlig einig. Der Dialog, ich habe das jetzt, glaube ich, schon mehrfach gesagt, mit der Gesellschaft ist der DFG wirklich wichtig. Und ich glaube, er wird immer wichtiger. Wir müssen an dieses Thema rangehen, deswegen werden wir das intensivieren. Wie Sie wissen oder eben auch angedeutet hat, engagiert sich auch das BMBF dafür. Ich hatte Gelegenheit, mit Frau Ministerin Karliczek auch dieses Thema schon länger zu diskutieren und wir sind uns völlig einig, dass es hier natürlich sowohl von Seiten des BMBF als auch flankiert von den großen Wissenschaftsorganisationen und der DFG Aktivitäten bedarf. Deswegen unter anderem engagieren wir uns aber die Planungen. Also es ist eine DFG-genuine Sache, wir haben Jubiläum, wir wollen das feiern. Wir feiern auch andere Jubiläen und wir machen auch andere Dinge. Das kommt aus der DFG, aber ich finde, es ergänzt sich sehr gut und synergistisch mit dem, was das BMBF auch vorhat. Wie Sie vielleicht wissen, Ihren letzten Punkt betreffend, können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereits jetzt in allen Förderprogrammen der DFG spezielle Mittel für ihre Kommunikation beantragen. Das haben wir seit vielen Jahren auf dem Schirm. Es wird auch genutzt. Es wird in den größeren Verbundprojekten, wie Schwerpunktprogramme oder Sonderforschungsbereiche oder International Research Training Groups, wird es stärker noch genutzt als in kleineren Einzelanträgen. Aber es wird in Anspruch genommen. Und wir wollen damit ermöglichen, dass Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit eben auch wirklich Teile der wissenschaftlich hervorragenden Projekte sind, die von der DFG gefördert werden. Es ist kein primäres, sagen wir mal, Auswahlkriterium. Nach wie vor, und ich denke, das muss so bleiben, steht die wissenschaftliche Exzellenz dieser Anträge im Vordergrund. Aber wir freuen uns über jede Wissenschaftlerin und jeden Wissenschaftler, der oder die ihre Ergebnisse dann auch kommunizieren und in die Öffentlichkeit bringen. Ich darf vielleicht jetzt noch so ein bisschen aus persönlicher Sicht oder aus meiner Vergangenheit sagen, ich war ja auch Vizepräsidentin für Forschung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und habe da bereits mich sehr, sehr mit großer Freude, also großem Enthusiasmus, weil es sind oft tolle Veranstaltungen, mich engagiert für Science Days und Science Nights. Es gibt so viele tolle Formate, die man nutzen kann, für Vorlesungen, für Schüler, Straße der Experimente und so weiter. Also das ist etwas, was ich mitbringe und was ganz, ganz wichtig ist. Ja, Zusatzfrage. Wie stark wird denn das in Anspruch genommen, mit diese Fördermöglichkeiten für Kommunikation bei den Forschungsprojekten? Und wenn Sie mit der Ministerin gesprochen haben, haben Sie eine Einschätzung, warum sie das jetzt als Neuheit vorschlägt, wo es doch eigentlich schon seit längerer Zeit in der Anwendung ist? Also ich denke, das BMBF macht sich aus gutem Grunde stark für das Thema Kommunikation, weil gerade das Thema, was ist wissenschaftsbasiert, was ist Wahrheit, was ist keine Wahrheit, das hat ja inzwischen solch eine gesellschaftliche Dimension erreicht, dass man sich dafür engagieren muss. Ich bin dem BMBF auch dankbar dafür, dass es uns allen immer wieder ins Gedächtnis ruft, aber die DFG hat das auf dem Schirm, wie eben gesagt. Ich denke, wir alle müssen uns immer wieder daran erinnern, gerade im Moment, wie wichtig diese Kommunikation mit der Gesellschaft ist und wie wichtig es auch ist, dass wir, ich habe es vorhin angedeutet, unsere Methoden auch erklären, wie funktioniert Wissenschaft eigentlich.
dass wir aber auch aufzeigen, wo sind vielleicht Grenzen, wo sind vielleicht Risiken, dass wir offen damit sind und dass wir der Gesellschaft auch die Möglichkeit geben, auf der Basis von heruntergebrochenen Informationen, die man natürlich überhaupt nur verstehen kann, die Möglichkeit geben, mitzudenken in Entscheidungsprozessen. Also was genaue Zahlen angeht, in der einzelnen Förderprogramme, genau das schauen wir uns im Moment an. In der Geschäftsstelle haben die Tendenz ist ziemlich klar in den größeren Verbünden, ist da ganz weitaus viel deutlicher als in der Einzelförderung, in den größeren Verbünden dort auch die, ich sag mal, vielleicht wirklich sichtbaren Projekte, übrigens ja auch in geförderten Einrichtungen, auch der Exzellenzstrategie, wenn man an Münster genau, das Zentrum das für Wissenschaftskommunikation zum Beispiel denken. Aber das ist ja genau das, was wir uns anschauen, um in einem zweiten Schritt auch dazu dann zu kommen, zu überlegen, wie können wir auf die einzelnen Förderprogramme bezogen diese Möglichkeiten noch deutlicher und bewusster machen. Richtig. So, ich habe jetzt Frau Burchert und danach Frau Sonnenberg. Ich wollte vielleicht genau noch einen kurzen Gedanken noch zu Ende denken. Und das ist alles gut. Im Dialog mit der Gesellschaft, wenn es um Entscheidungen geht. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist das letzte Papier des Ethikrats zur Genomeditierung im Menschen und Eingriffen in die humane Keimbahn. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Dieses Papier finde ich vorbildlich in der Hinsicht, als es verschiedene, so eine Art Entscheidungsbaum aufzeigt. Und dann zeigt, auch der Gesellschaft zeigt, wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Es gibt nicht schwarz oder weiß, nur ja oder nein. Wir haben an ganz vielen Punkten die Möglichkeit zu entscheiden. Wir können ja oder nein sagen, aber das hat diese Konsequenz, das Ja hat diese und das Nein hat eine andere Konsequenz. Und ich glaube, in dieser Form, so etwas erscheint mir als ein sehr spannendes Instrument, um Gesellschaft auch mit einzubeziehen in komplexere Prozesse, weil wir müssen auch deutlich machen, wie wir teilweise selber ringen mit Entscheidungen. Ja. Gut, vielen Dank. Jetzt. Ja, ich hatte noch mal eine Nachfrage zu den Förderrichtlinien, zum Beispiel bei der Diversität. Ist es ein Appell, das an die Wissenschaft da noch stärker dran zu denken? Oder können Sie sich eben auch vorstellen, dass sowas eigentlich in die DFG-Förderrichtlinien reingehören würde? Eine Quote, weiß ich nicht, also für eine Gleichstellungsquote oder eben, dass man gemischte Teams hat, das ist irgendwie also selbstverständlich. Ist es richtig, dass Sie sagen, Exzellenz ist das entscheidende Kriterium, aber dazu können sich ja, wie man auch bei den Entscheidungen für die Exzellenzinitiative sieht, noch andere Kriterien dazugesellen, ohne die es dann letztlich eben doch nicht geht. Ist an sowas gedacht? Also von fixen Quoten würden wir erstmal absehen. Man kann aber, oder man sollte, man muss, denke ich, werben für eine Grundhaltung und eine Grundoffenheit, die Diversität anbelangt. Und es ist schon mal wichtig, das immer wieder auszusprechen und in Erinnerung zu rufen. In Bezug auf die forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG, die, glaube ich, ja, in vielerlei Hinsicht schon ziemlich gute Anhaltspunkte geben, sind wir, glaube ich, ziemlich weit fortgeschritten, also was jetzt Diversität auch der Geschlechter anbelangt. Wir sind aktuell dabei, unsere Satzung zu überarbeiten, werden auch hier das Thema Diversität ein bisschen stärker noch einspeisen, als das vielleicht bisher der Fall ist. Und sonst, wie gesagt, denke ich, kann man einfach dafür werben, Diversität auf allen Ebenen zu erreichen. Ich hatte noch eine Frage zu der Kampagne, und zwar, also dieser Begriff für das Wissen entscheiden deutet ja an, es gäbe eine Option, dass man sich auch dagegen entscheiden könne. Und das haben Sie ja auch gerade als Herausforderung benannt, dass man da jetzt sehr viel für tun muss. Ich dachte jetzt bei der ganzen Kampagne daran, wie erreichen Sie denn die Leute, die sich tatsächlich gegen das Wissen entscheiden oder Gefahr laufen, sich dagegen zu entscheiden? Also ich habe so gedacht, Sie bauen Stationen auf in Städten und ein paar von denen kommen dann vielleicht zufällig vorbei. Reicht das aus? Oder habe ich was überhört? Mir fehlt der... Also ich suche noch nach so einem Punkt, wo man die nicht sowieso schon interessiert sind, Natürlich erreichen wir im Moment erstmal nur so ein knappes Dutzend an Standorten mit diesem Expeditionsbus.
Gleichwohl gibt es ja eine ganze Reihe von anderen begleitenden Aktivitäten. Also gerade diese Webauftritte, das Twittern über Instagram, über eine ganze Reihe von Veranstaltungen hier in Berlin, aber auch in der ganzen Republik, über das Mitnehmen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Universitäten, über viele Veranstaltungen bei Mitgliederorganisationen und Universitäten. Also die Dimension des Ganzen sozusagen ist größer als jetzt diese 12 Stationen, die wir anfahren. Man kann immer über weitere Formate nachdenken, aber damit fangen wir jetzt mal an. Ja, ich dachte, die Unis sind ja auch schon immer Punkte für die, die sich interessieren. Und gibt es noch Wege, wirklich mal aus unserer Blase raus? Aber das versuchen wir ja gerade. Genau das machen wir. Wir gehen mit den Bussen auf Marktplätze, in Einkaufszonen. In genau das versuchen wir. Und genau dazu regen wir auch die Universitäten an, dass sie nicht nur innerhalb der Universitäten Veranstaltungen abhalten, sondern Straße der Experimente, öffentliche Veranstaltungen, reingehen in die Gesellschaft. Also das ist schon so wirklich als Multiplikator gedacht. Und Sie haben natürlich recht, wir alle hoffen, dass das funktioniert. Wir werden bestimmt nicht alle Menschen erreichen, aber vielleicht einige. Dabei sind wir natürlich auch auf Sie angewiesen und auf die Medien, die das Ganze ein bisschen dann nach vorne bringen. Ich habe jetzt noch eine politische Frage, einmal national und auch international. Diese Kampagne kommt mir ein bisschen überflüssig vor, will ich mal ehrlich sagen. Denn vielleicht müssten Sie eigentlich was anderes machen. Wenn Sie sich angucken, was ist im letzten Jahr wirklich der Knaller gewesen, das war Fridays for Futures, die sich die Wissenschaft selber abgeholt haben. Die ganzen Erkenntnisse und dringenden Mahnungen der Klimaforscher haben die sich abgeholt, ohne dass die auf dem Tablett hingetragen werden mussten. So, was aber nicht geklappt hat im letzten Jahr, ist die politische Umsetzung. So, wäre es nicht nötig, dass Sie als Forschungsorganisation in diesem Jahr hingehen und da ein neues Modul machen, wie halt solche Erkenntnisse besser in eine politische Entscheidungswelt rübergetragen werden können? Das haben die Jungs noch nicht geschafft. Mit ihren Demonstrationen haben sie eine riesen Aufmerksamkeit und Nachdenklichkeit gekriegt. Nur die Politik ist nicht in der Lage, angemessen den Herausforderungen das umzusetzen. Also Frage, müssen Sie da nicht stärker in den Transfer, in die politische Implementierung reingehen? Frage 2, Horizont. Ich fand, das hat Schwurschneider in seinem Interview im neuen DFG-Magazin gut dargestellt, was sich da entwickelt hat an Gegnerschaft zur Wissenschaft. Trump, Brexit, Ungarn, hat alles aufgezählt, Türkei und so weiter. Müssen Sie als Lord Siegelbewahrer der Freiheit der Wissenschaft da auch nicht international stärker werden? Wenn man sich anguckt, was jetzt in China alles passiert, gell, die bauen da ja ein System auf, womit Wissenschaft und Hochtechnologie eine Diktatur, eine technologische Diktatur gemacht hat. Dass sie sowas einfach nicht hinnehmen können und sagen, wir brauchen da einen Kodex, wie es anders läuft. Ja, vielen Dank. Jetzt würde ich dazu sagen, die DFG kann leider nicht die ganze Welt retten, aber wir können, glaube ich, mit dafür sorgen, dass die Politik mit Entscheidungen oder Entscheidungsvorschlägen versorgt wird, die dann eine Begründung für politische Entscheidungen liefern. Und ich sehe die Wissenschaft da durchaus auch in der Pflicht. Ich glaube, die Politik und die Gesellschaft haben einen Anspruch darauf, von der Wissenschaft adäquat beraten zu werden. Denn nur wenn beides zusammenkommt, wenn wir wissenschaftlich fundierte Ergebnisse haben, diese kommunizieren können in die Politik, die dadurch Begründungen haben für ihre Entscheidungen, und wir parallel die Gesellschaft abholen und der Gesellschaft deutlich machen, dass wissenschaftsbasierte Entscheidungen das Beste sind, was uns allen passieren kann. Wenn das alles zusammenkommt, dann haben wir eine Chance. Ich glaube nicht, dass die Aktion überflüssig ist. Es ist bestimmt noch nicht genug. Es ist nie genug. Aber wir machen einen Anfang, wir haben das auf dem Schirm und wir engagieren uns sehr dafür. Fridays for Future,
es gibt auch Scientists for Future und ich kann Ihnen sagen, wir alle waren auf der Straße und wir sind auf der Straße dafür. Wir könnten vielleicht mehr gemeinsam auch agieren. Ich weiß aber, dass Fridays for Future, die Wissenschaft, es wurde ja, kam heute früh, ne, auch in den Medien, da geht es schon um Aufsichtsratspositionen oder so, die man dann eventuell bei Siemens genau, die man dann, wo man sagt, gut, man selber als Fridays for Future Mitglied möchte jetzt nicht unbedingt in den Aufsichtsrat, aber nehmen Sie doch einen Wissenschaftler, der Sie beraten kann. Also hier gibt es schon sehr, sehr enge Verbindungen auch von den Werten her, von den Inhalten, über die wir sprechen. Ja, ein neues Modul für politische Entscheidungen, da muss man sehen, ob das ein bisschen weit weg führt von der Kernaufgabe, auch der satzungsgemäßen Kernaufgabe der DFG. Aber ich stimme Ihnen völlig zu. Wir sollten natürlich dafür Sorge tragen, dass gerade die ganz, ganz wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse so schnell wie möglich ihren Weg in die Politik finden. Denn ich glaube, wir haben bei manchen Dingen und Entscheidungen wirklich nicht mehr sehr viel Zeit. Und auch unsere Politiker sind unter massivem Druck, ja, innenpolitisch, aber auch aus dem Ausland. Es lässt sich nicht alles mal ebenso umsetzen. Da gibt es dann wieder ganz andere Fraktionen in unserer Gesellschaft, die sich da nicht mehr gesehen fühlen. Es gibt zeitliche Zwänge, es gibt finanzielle Zwänge. Und wie gesagt, ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass die Wissenschaft der Politik möglichst gute Grundlagen liefert für möglichst klare und wissenschaftsbasierte und schnelle Entscheidungen. Zu dem Thema Internationales darf ich Ihnen sagen, die DFG engagiert sich massiv im internationalen Raum, beispielsweise im Global Research Council, beispielsweise im International Science Council. Wir sind in engem Kontakt über unsere Auslandsbüros mit vielen Kolleginnen und Kollegen im Ausland. Und das Thema Internationalisierung ist auch eines der Hauptthemen, um das ich mich kümmern werde, weil ich auch glaube, dass viele unserer Forschungsprojekte, die kann man gar nicht mehr in nationalen Grenzen denken, ja. Das müssen wir international machen. Das ist grenzüberschreitend, sei es das Klima, sei es die Infektionsforschung, sei es die Migration. Da müssen wir an einem Strick ziehen. Und deswegen sind wir auch mit den Chinesen, wir hatten vor kurzem einen Besuch des chinesischen Wissenschaftsministers, mit dem ich sprechen konnte. Deswegen sind wir natürlich dort in Kontakt und versuchen die Kanäle, soweit es irgendwie möglich ist, im Rahmen auch unseres Grundgesetzes die Gesprächskanäle offen zu halten. Ja. Apropos, ich habe das Wort Grundgesetz gerade am Ende gehört. Ne? Ja. Das erinnert mich daran, als ich zunächst von dieser Kampagne gehört habe, ich dachte, das ist jetzt wie so ein Déjà-vu-Erlebnis. Hashtag Freiheit ist unser System. War letztes Jahr von der Allianz für Wissenschaftsorganisationen eine Kampagne, die zumindest auf den ersten Blick nicht ganz unähnlich ist. Es gab Veranstaltungen bundesweit, es gab nichts Performatives, soweit ich weiß. Aber es gab eine Website, wo Leute ihre Meinung, ihre Ideen, ihre sozusagen Sichtweisen auf die Wissenschaftsfreiheit hinterlassen konnten. Insofern meine Frage, ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass die DFG vergangenes Jahr auch Teil dieser Kampagne war, als einer der Träger, die Kampagne so erfolgreich fand? Oder dass sie nicht erfolgreich genug war, dass man gleich nochmal ein ähnliches Projekt nachlegt? Also ich glaube, die Kampagne im letzten Jahr, die ja auch wirklich eine Kampagne aller Allianzorganisationen, Wissenschaftsorganisationen, das war ein tolles Beispiel für so eine Kooperation war und auch eine Gemeinsamkeit mit politischen Verantwortungsträgern, die war, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich. Also ich fand das klasse, gerade auch diese Abschlussveranstaltung dann nochmal Ende des Jahres. So gesehen ist dieses aktuelle Jubiläumsjahr ist natürlich zum einen Jubiläum. Klar, wir haben das schon länger vorbereitet. Es baut in gewisser Weise ein Stück weit auf das, was wir im letzten Jahr an Grundlage legen konnten. Aber die Themen sind durchaus unterschiedlich. Also das Thema im letzten Jahr, da ging es ja um Wissenschaftsfreiheit. Das heißt, darf Wissenschaftlern diktiert werden, was sie machen sollen? Geht es nur noch um, jetzt ein bisschen weiter gefasst, Programmforschung, die man natürlich, wenn sie sich in einem autoritären politischen Regime bewegen, dann für jegliche Machtzwecke auch missbrauchen kann. Ja, das kennen Sie alles, diese ganze Palette an Dingen. Darum ging es im letzten Jahr. In diesem Jahr geht es natürlich auch darum, weil da müssen wir dranbleiben, egal wo Sie hingucken, China, Russland, Türkei, also ne, you name it, USA. Ja. Dieses Mal geht es aber mehr darum, entscheiden wir uns für das Wissen.
entscheiden wir uns für wissenschaftsbasierte Ergebnisse und Empfehlungen. Und es geht vermehrt noch um diesen gesellschaftlichen Aspekt. Und wie Sie selber eben gesagt haben, es geht eben darum, das Ganze auch performativ noch ein bisschen umzusetzen und in die Breite zu tragen. So kann man es abgrenzen. Ja. Gibt es weitere Fragen? Schauen wir mal. Das nicht der, ja, also. Einen habe ich jetzt noch. Wie messen Sie denn den Erfolg der Kampagne? Wir werden am Ende der Kampagne selbstverständlich evaluieren und uns anschauen, was passiert ist, also wie war die Resonanz, welche Fragen bekommen wir, wie viele Fragen haben wir, wie viele Teilnehmer haben wir auf diesen Veranstaltungen, wie ist der Response natürlich auch in den Medien. Also das schauen wir uns an hinterher. Das machen wir in der Regel mit solchen größeren Aktionen routinemäßig, dass wir evaluieren, um dann auch weitere Veranstaltungen besser vorbereiten zu können. Mich würde jetzt zum Schluss noch mal interessieren, wie Sie generell auf die politische Arena blicken. Sie haben ja wunderbare Zustände, dass Sie halt jetzt in diesen 20er Jahren so rundum versorgt sind mit Pakten und Abkommen, dass Sie gar nicht mehr groß kämpfen müssen. Oder haben Sie da noch größere politische Baustellen, die Sie in Angriff nehmen müssen? Aber so wie Sie es jetzt im Moment haben, das ist bis 2030 fließen die Milliarden ständig. Und diese Sorgen sind Sie eigentlich von der finanziellen Seite eher los. Ja, ich bin sehr dankbar, dass die Pakte sehr erfolgreich abgeschlossen werden konnten im letzten Jahr. In der Tat bietet das der DFG und auch den anderen Wissenschaftsorganisationen in Deutschland eine gewisse Planungssicherheit. Auch der 3%ige Aufwuchs ist, glaube ich, wirklich sinnvoll. Also das federt ja gerade mal so den Anstieg in den Personalsätzen und so irgendwie ab. Sonst müssten wir die Förderung im Prinzip zurückfahren. Es stellt eine gute Grundlage dar, um jetzt auch vermehrt wieder inhaltlich zu arbeiten. Und da gibt es viel zu tun. Also zum einen müssen natürlich die Programme der DFG erstmal stabil weiterlaufen. Das ist so, ich sag mal, der Bread-and-Butter-Job, das erwartet jeder von uns, dass das einfach stabil läuft und gut und auf höchstem Niveau und mit bester Qualität weiterläuft. Es gibt viele Herausforderungen, denken Sie an die nationale Forschungsdateninfrastruktur, denken Sie an das nationale Hochleistungsrechnen. Beides wird von der DFG administriert. Das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt so eine Kernaufgabe der DFG. Aber wir machen das sehr, sehr gerne, weil wir sehen, wie unglaublich wichtig das ist. Aber das belastet die Geschäftsstelle im Moment schon mal immens, ja, alleine diese Dinge zu administrieren. Wir denken natürlich nach über die Exzellenzstrategie. Wir werden uns, ich habe es bereits gesagt, viel für das Thema Internationales engagieren. Mittwoch haben wir hier schon mal einen halben Tag, jetzt in zwei Tagen, mit den Leitern sämtlicher Auslandsbüros. Wir werden viele Dinge uns anschauen, auch im Dialog mit der Politik, im Dialog mit Allianzorganisationen. Also es gibt viele Themen, die wir anpacken. Ich habe so eine Liste mit 20, 30 Punkten. Ja, vielen Dank auch für diesen weiteren politischen Blick. Ich schaue noch mal einmal in die Runde. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann danken wir wirklich sehr für Ihr Interesse an diesem Auftakt in unsere Kampagne, an diesem Auftakt in dieses Jahr, der heute Abend seine Fortsetzung findet auf dem Neujahrsempfang. Der eine oder die andere von Ihnen hat sich angemeldet. Wir werden uns dort wiedersehen. Die Rede von Frau Becker, in der geht es auch um DFG 2020, aber längst nicht nur. Die Rede von Frau Becker werden Sie ab heute Abend im Internetangebot der DFG dann finden. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle in diesem Jahr wiedersehen würden, auch im Rahmen der Kampagne DFG 2020 für das Wissen entscheiden. Für heute Morgen vielen Dank und einen guten Tag. Vielen Dank. Ja.